Moin moin ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Kurz-Review von Pirates of the Caribbean. Ich habe nämlich ein Steelbook von Walt Disney zugeschickt bekommen und ja, vielen Dank für die Unterstützung und wie der Film ist und dies und das seht ihr nach dem Intro. Ja, ganz kurze Fakten zu Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Es sind natürlich zwei Regisseure am Start, einmal der Joachim Ronning und Espen Zamberg. Erfolgsproduzent ist natürlich Jerry Bruckheimer und es sind auch wieder bekannte Schauspieler dabei wie Johnny Depp als Captain Jack Sparrow, Geoffrey Rush als Barbossa und zum ersten Mal ist dabei Javier Bardem als Salazar. Ganz kurze Review, der Film ist nicht schlecht, besser als Teil 4. Allein die ganzen Special Effects und so weiter sind schon sehenswert. Und wer eine ausführliche Review haben möchte, der guckt sich doch hier oben, da kommt jetzt ein Info-Button auf, der guckt sich meine Review dazu an. Und ich muss sagen, ganz kurz hier, der Film an sich in der deutschen Synchro kann mit dem Original-O-Ton nicht mithalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, das einzige Manko, was wirklich auch in meiner Vorschau auch war, ist halt einfach Johnny Depp. Dauerhaft besoffen und fertig aus. Dann noch so eine kleine schreckliche Synchro. Ja, also ich muss sagen, die englische Fassung hat mich auf jeden Fall mehr angesprochen. Zu den 3D-Effekten, die waren einen Ticken besser gewesen über meine Shutterbrillen. Ich habe nämlich die Shutterbrillen von meinem Samsung-Fernseher genommen. Und da war natürlich besserer, sag ich mal, besserer Effekt als bei den Polarisationsbrillen. Ja, und da sind natürlich auch noch ein paar Extras drauf. Einmal Making of, Patzer, dann ein Fototagebuch zu Jerry Bruckheimer und zusätzliche Szenen. Die habt ihr auf der Scheibe noch drauf. Also ist das schon mal auf jeden Fall sehr gut. Weil manche Sachen haben ja heutzutage gar keine richtigen Extras mehr drauf auf ihre Silberscheibe. Und man hat natürlich 3D oder man kann auswählen zwischen Blu-ray. Ja, und am 5.10.2017 erscheint ja halt der Film auf DVD, Blu-ray und 3D Blu-ray. Ja, ihr merkt schon auf jeden Fall, dass der Film sich lohnen wird, weil der ist besser als Teil 4 und knüpft wieder an den dritten Teil an von der Qualität. Ich muss sagen, der Film lohnt sich einfach. Und wenn das wieder am 5.10., also heute natürlich heißt, dann könnt ihr euch den Film natürlich kaufen, weil er ist einfach der Heimkinostart. Dann könnt ihr ihn auf DVD, Blu-ray und 3D Blu-ray kaufen und dann gibt es natürlich diese geile Steelbook-Variante. Also guckt euch das an, das ist einfach nur fett mit diesem Prägedruck. Dann halt auch mit diesem, halt hier mit dem Rücken hier, da habt ihr die Charaktere, die da drin vorkommen. Hinten sind natürlich Notizen. Ich behalte immer den Schuber, wenn ich mir ein Steelbook hole. Oder man lässt weg und hat natürlich hinten die geile Black Pearl. Also ich muss sagen, und drinnen haben wir dann natürlich auch noch was. Da habt ihr die zwei Discs hier und halt die Motive. Also, wie gesagt, das ist einfach ein fettes Steelbook. Das könnt ihr gerne natürlich auch kaufen. Da unten ist der Affiliate-Link drin. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr darüber bestellen würdet. Müsst ihr aber nicht. Besser würde ich finden, wenn ihr das kommentiert, wie ihr halt den Film findet. Wie ihr was zu diesem Video sagt, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Einen Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Dann sehen wir uns nämlich die nächsten Tage wieder, wenn es heißt, wieder Dennis ist am Start mit irgendwelchen geilen Reviews. Und ich werde auch die nächsten Tage was verlosen zu American Assassin. Also würde ich sagen, viel Spaß, Leute. Und bis dann und schauen, bam! Und lasst ein Abo da.